Hallo, werter Patient, und herzlich willkommen zu einer dritten Folge von Batman Arkham. Es ist nicht die dritte Folge, das ist zwar die dritte in meiner Aufnahmesession, aber bei weitem nicht eure dritte Folge. Es müsste Folge 24 oder so sein. Wir sind jetzt hier, nachdem wir quasi dabei sind, so eine Nebenmission nach der anderen abzuklappern. Hier, ah, da. Irgendwie vielleicht. Ja, ich bin da. Weil weiter geht die Kugel nicht. Um treffen zu können, musste Deadshot sich auf den Boden legen. Seine Körperwärme hat dort den Schnee schmelzen lassen. Ach so, aha. Jetzt. Das war's, was ich gesucht habe. Wir haben ihn, Oracle. Ich habe relativ seltene Kunststoffpartikel isoliert und danach verschiedene Gegenstände identifiziert, bei deren Bau sie Verwendung finden. Aha. Wenn ich mir die Möglichkeiten so ansehe, hast du dich sicher für die Stromnetzunterwerke entschieden. Stimmt's? Ganz genau. Wenn man dazu noch die Orte in Betracht zieht, an denen man definitiv auch die Metallpartikel des zweiten Tatorts finden würde, bleiben... Drei Positionen. Du hast es geschafft. Du wirst diesen miesen Drecksack tatsächlich schnappen. Hab die Karte markiert. Ich halte dich auf dem Laufenden. Gut, wir haben jetzt was? Ich werde Deadshot nur finden, wenn ich jede einzelne Position überprüfe, die seinem forensischen Profil entspricht. Na dann. Let's go, wa? Das ist das Wichtige. Ist das, was am nächsten ist, erstmal das hier. Es waren drei möglichen Positionen nach Hinweisen auf Deadshot. Das hier mal aus, weil ich das brauche. So. Da geht's lang. Wo ist eigentlich der Verbleib? Immer so nebenbei gefragt, wo ist der letzte Titanbehälter? Was ist das? Achso, die U-Bahn-Station. Mal so, ja, ganz nebenbei. Wo ist der verbleibende Titanbehälter denn? Ach, wie lustig, der ist hier. Na dann. Mach mal den quasi mit der Hauptmission. Ah nein, das können wir nicht. Tiger-Kamera-Verbindung. Das bin ich gespannt, wenn man dann... Würde ich gerne mal hacken irgendwann, wenn man da so eine... die Möglichkeit da bekommt. Ich bin mir sicher, wir bekommen die Tiger-Codes. Spätestens wenn wir irgendwie uns um Hugo Strange kümmern müssen, weil ich glaube nicht, dass wir den außer Acht lassen können. Seit Wochen keine Status-Updates gemacht. Wie denn Interesse mit Social-Media-Problemen? Bruce Wayne überhaupt noch gebraucht. Ja, jetzt wird irgendwo ein Bild sein, wo Bruce Wayne durchgestrichen ist oder sowas in der Art. Da waren wir ja schon drin in der Iceberg Lounge. Da gab es ja den Kampf. In der Nähe befindet sich ein Umspannwerk. Ich sollte es suchen und nachsehen, ob Deadshot es benutzt hat. Was ist das? Unterwerk Wartungsroute. Aha. Und wie geht die... Ah, mit Leertaste einfach aufmachen. Hohe Gewalt. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Dass das so simpel aufgeht. Das Umspannwerk, das Deadshot benutzt hat. Das erkennt... Ach so, einfach... Ich verstehe, wir müssen alle drei öffnen. Umspannwerk sein, nachdem ich suche. Oder halt nicht. Dann bleibt nur noch das hier. Das könnte das Umspannwerk sein, das Deadshot nur noch das. Es ist leer. Deadshot ist nie hier gewesen. Natürlich nicht. Okay, wo ist das nächste? Da. Nee, oder? Da erstmal. Ja, toll. Durch ganz Gotham City. Hui. Das sind mich gerade wieder an die Deadshot-Sachen. Aber, an die Deadshot sage ich schon, an die Sass-Sachen. Aber diesmal geht es wenigstens nicht auf Zeit, was die Sache um einiges einfacher macht. Ja, ich kann mir schwierig vorstellen, dass Beobachter im Dunkeln dich noch als verdammt schwierig herausstellt und dass wir noch irgendwo den Identitätsdiebstahl aufklären müssen. Das haben wir ja auch noch nicht. Ich glaube, du hast noch nicht ganz verstanden, also, was unsere Abmachung beinhaltet. Auch noch eine Menge. Du solltest eigentlich derjenige sein, der alles tut, was ich will. Das Letzte, was ich gebrauchen kann, ist irgendein hässlicher Penner, der zu mir kommt und mir erzählt, dass er verdroschen worden ist. Ich habe hier einen Ruf. Zack. Oh, Mist. Halt! Kommt er mir? Bitte!
Wer hat mich denn gesehen? Was? Nö. Eigentlich nicht im geringsten. Batarang, das ferngesteuerte bitte. Ach, Mimimi. Angeblich läuft zwischen Catwoman und Poison Ivy irgendwas. Ich würde zu gern sehen, was die beiden so anstellen. Das willst du, glaube ich, nicht. Weil keine von beiden jetzt so auf mich wirkt, als sollte man sich mit ihnen, naja, irgendwie verscherzen. Hab ich's geschafft? Es ist offen. Es ist offen. Perfekt. Dann holen wir uns das eben noch. Ah. Ups. Ich denke nicht schießen. Wenn ich mir aussuchen könnte, von wem ich verprügelt werde, dann würde ich Catwoman wählen. Warum? Also ja, sie sieht gut aus, aber... ist jetzt für mich kein Grund zu sagen, ja, Mädchen, komm, hau rein. Diese Geschäfte sind tatsächlich neue Ableger. Was? Objekt verdeckt? Ah, warte mal. Ach so. Wo ist man überhaupt lang? Da lang. Wir haben uns hier noch ein bisschen länger aufgehalten, wieder mit random Sachen. Also das heißt random, die Riddler-Trophäen und das andere gehört ja auch zu den Nebenmissionen. Ich erinnere mich noch an die Zeit, als hier noch keine Mauer stand. War auch nicht besser. Ja. Na Mensch. Ich habe eigentlich eine Ahnung, wo das Geheimnis hier ist. Auf dem Weg sind ja zwei, dann können wir, die können wir ja noch abgrasen. Wir müssen die ja auch irgendwann mitlösen. Naja, das ist jetzt nicht so schwer. Es kann ja nur das hier irgendwie gemeint sein. Nach oben, Batman. Ja, Batman, lass dich fallen. Kein Problem. Hä? Was? Aber hier ist es doch. Es ist doch das hier, ne? Vielleicht von der Seite aus? So hier irgendwie? Ich war mir eigentlich richtig sicher, dass es irgendwas hier ist. Das, weil es den anderen Weg hier nur nach unten gibt. Der hier nirgendwo was ortet. Was könnte es denn dann sein? Es muss ja irgendein Text oder sowas sein. Irgendein Bild oder sowas in der Richtung. Wo ist das? Das ist doch hier. Ah. Von da. Ziel gesichtet. Nicht dein Ernst. Hä? Soll man den denn bitte sonst finden? Warte mal. Geht das nicht mehr mit dem scheiß Zoom oder so? Doch, geht es. Aber. Dann vielleicht ja von hier vernünftig. Warte mal. So. So, und jetzt mit Z ranzoomen. Irgendwas hier war es doch, aber... Batman aus den Augen verloren. Wiederhole, Zielperson verschwunden. Ich nehme es doch, dass man noch nicht weiß, welches Rätsel, ne? Ah, ich bin turmhoch überlegen, Batman. Ach, nimmst du die Tiger in der Stadt. Ah, na also.
Es hat das gedauert, aber das war lustigerweise nicht das Rätsel, was ich hätte lösen sollen, oder was? Strange. Steht da bei Hugo Strange und... Okay. Da ist doch diese berühmte Zeile, die wir die ganze Zeit schon überlegen. Die ich die ganze Zeit schon überlegen würde, was das sein könnte. Ja, ich glaube ja, aber tatsächlich, dass ich sie... Na, geht das von hier vielleicht? Na, ein bisschen näher. Welcher so Anteil hat ihr Leben verzockt und schlägt dazu noch ein neuer Robin. Auch eine Arkham City Story freigeschaltet. Ist das jetzt weg? Ja, aber das nicht. Ich drehe durch. Welches ist das? Oder was ist das für eins? Das muss ich mir gleich anzeigen, das Rätsel. Das muss der Turm sein, weil es auf den Turm geht. Oder? Ja. Nein, ist es nicht. Es geht um Gotham Radio irgendwie. Geht es eventuell mal X, Z? So. Oh, warte mal. Hä? Warum brennt es da? Strange. Was könnte es sich bei diesem Rätsel drehen? Also laut Karte ist das eher hier so. Sich also durchaus auch auf das Ding hier beziehen, ne? Ist damit etwa das New Airport gemeint? New Air Support? Vielleicht wird das Rätsel irgendwann mal sehen. Ich will jetzt hier aber nicht ewig mich darum kümmern. So. Gehen mal dahin. Vielleicht wird uns irgendwann mal angezeigt, wenn wir das Gebiet betreten. Oh, da guck mal, das ist Poison Ivy. Das müssen wir vielleicht. Vielleicht kommen wir dazu auch demnächst, weil wir mit Ding jetzt noch lange nicht fertig sind. Ne? Mit dem guten. Mit der guten Kettung. Also ich weiß nicht, wie viel Kettung kommt, aber. In diesem Bereich liegt eines der Umspannwerke, das mit Deadshot in Verbindung steht. Lass mich raten, auch hier ist es nicht. Das war nicht das Umspannwerk, das Deadshot benutzt hat. Ja, das haben wir ja schon festgestellt. Da ist das Umspannwerk. Ja, aber das ist auch nicht das, was Deadshot benutzt hat. Welche Überraschung. Nochmal hier oben und lass mich raten. Das könnte das Umspannwerk sein, nach dem ich suche. Warte mal, doch, hier ist es. Deadshot war hier. Er hat dieses Umspannwerk benutzt, um seine Ausrüstung und ein PDA zu lagern. Er ist stark verschlüsselt. Ich muss die Sicherheitsvorkehrungen überwinden, wenn ich mehr über Deadshot und das, was er vorhat, rausfinden will. Geht's los. Ich bin auch gewundert, dass es nicht Abschuss wird soll eher sein. Haha. Diesen PDA hat Deadshot definitiv von Hugo Strange bekommen. Anscheinend wurde er nach Arkham eingeschleust, um eine Liste von Leuten abzuarbeiten, die Strange gefährlich werden konnten. Mal sehen. Deadshot bleiben nur noch drei Ziele. Jack Ryder, Bruce Wayne und Batman. Verdammt, er geht nach Plan vor. Ryder ist sein nächstes Ziel. Er hat seinen aktuellen Aufenthaltsort markiert. Wenn ich nicht rechtzeitig bei ihm bin, wird er ihn in 3 Minuten töten. Ach du Kacke, 3 Minuten, na dann. Und das ist ja nur einmal über die... Na gut, wir haben schon Schlimmeres geschafft. Let's go! Aber 3 Minuten sind eigentlich machbar, weil das ist ja mehr
Distanz, ne? Die sind ja im Vergleich, die müssen für selbst zurücklegen mussten. Lächerlich. Was ist denn? Entschuldigt, ich muss mir das angucken, auch wenn ich dann vielleicht den Leben ein bisschen verkacke. Ach, die Vicky! Die da ganz entspannt filmt. Sorry, ich habe das Bild gerade von ihr nicht genau erkannt und daher. Vielleicht damit gerade die entscheidenden Sekunden verloren. Komm, mache Eier. Aber inwiefern könnte. Wer könnte das nur sein? Keine Idee. Null. Vielleicht der Joker? Wenn ich Jack Ryder nicht in 2 Minuten finde, tötet Deadshot ihn. Ja, wir sind doch quasi schon da. Ganz ruhig, Betsy. So. Oh. Deinetwegen habe ich vorbeigeschossen, Batman. Mimi. Ich schieß nie vorbei. Wir warten. Willst du dein Glück versuchen? Na dann los. Ich dachte, das würde schwierig. Okay. Hart. Kann ich nicht die Waffe ausschalten? Fledermaushirn. Ich bin mir sicher, dass er dir den Rücken zutritt, wenn du dich ihm näherst. Okay, dann probieren wir das so. Dann holen wir ihn dann nähern wir uns ihm nur, wenn er uns den Rücken zudreht. Ich verstehe. Das schaffe ich. Not so difficult. Komm Nein, raus, wenn ich den, die neuen. Die neuen. Deadshots Waffen sind Sonderanfertigung. Ah. Der Unterbrecher wird sie nicht ausschalten. Liegt's daran, dass du so gut wie tot bist? Verstehe. Wieso gehst du nicht in Deckung? Ach, Kacke. Weil mit der Eckendeckung. Der größte Detektiv der Welt stirbt durch die Hand des größten Killers der Welt. Nein, wird er nicht. Also, ja, ist er gerade, aber das war eine alternative Variation dieser Geschichte. Die wir gleich realistisch wieder korrigieren werden. Oh, das gibt's doch nicht. Okay, merke. Wir lassen ihn erst sich einmal umdrehen. Ja. Stirbt durch die Hand des größten Killers der Welt. Deadshot. Der kommt ja auch in der Arrow-Serie vor, ne? Oh, Leuten. Floyd Lawton heißt er, glaube ich, oder so ähnlich. Ja? Ist da ja durchaus eine wichtige Rolle und wechselt dann ja auch später in die Suicide Squad. Also da spielt der auch. Hab ich nie gesehen. Das mach ich, wenn nötig, die ganze Nacht. Soll ja aber nicht so doll sein, ne? Nach dir erledige ich noch Jack Ryder und Bruce Wayne. Na, lustigerweise. Danach muss ich mir nur noch meinen Scheck abholen. Könnte das schwierig werden, weil genau genommen Batman Bruce Wayne ist. Warum, Batman, rutschst du denn so dumm? Du kriegst mich nie. Niemand ist besser als ich. Nicht mal der große Batman. Naja, doch, genau genommen der. Wo steckst du, Batman? Unter dir! Da haben wir auch Deadshot erledigt. Den größten Killer der Welt. So. Eine weitere Fallakte ist abgeschlossen. Vertrag aufgelöst. Hast du Deadshot gefunden? Er stellt nicht länger eine Gefahr dar. Ich sage Gordon Bescheid, wo er ist und komme ihn später. Weder reich noch arm. So. Machen wir uns jetzt mal, aber jetzt endlich mal auf dem Weg zur Hauptmission. Zufällig ein Ritz in der Nähe.
Bin ich aber. Nein, nein, nein. Die Rätsel machen wir irgendwann später auch mal. Achso, wir haben ja quasi die Hauptmission logischerweise ausgewählt. Und machen uns jetzt auch zu der noch auf dem Weg. Liegt denn hier überall grüne Fragezeichen hin? Naja, wer könnte es denn sein? Das Geschäft gibt tatsächlich neue Ableger. Ja, was auch immer das heißen mag. Ich frage mich, wie viele Rätsel wir noch lesen müssen, um Hupsasa, den guten Riddler, um seine nächste Frage zu erhalten, sein nächstes Spielchen, die nächste Geiselposition. All das frage ich mich ja gerade doch sehr hart. Diese Aussicht, kannst du sehen, wo der Wahnsinn seinen Anfang nahm? Vielleicht auf dem Turm was? Ja, durchaus möglich, ne? Werden wir mal sehen, wenn wir irgendwann mal dort sind wieder. Weil ich will jetzt das mit der Hauptmission mich gar hin Batmanen. Es geht hier noch nicht wirklich los, ne? Ja genau, es geht da drüben bei den Stahlwerken los. Ups, das sah halt. Seit Wochen keine Status-Updates gemacht. Woher sollen die Leute wissen, was ich... So. Wir starten hier in der nächsten Folge. Bis dahin verabschiede ich mich. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir. Bis dahin verabschiede ich mich. Euer Professor Creep von Asylum of Gaming. Ciao.